Hey Leute, was geht? Hier ist der Reuter und das heutige Video dreht sich um die neue Season 14 Aktivität Override. Ich erkläre euch kurz und hoffentlich unterhaltsam, was ihr in dieser Aktivität tun müsst. Bevor ich das jedoch tue, noch zwei Dinge in eigener Sache. Ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich bedanken, denn ich habe fast 2000 Abonnenten. Das ist wirklich total cool, Leute, ihr seid einfach die Besten. Und falls ihr noch auf der Suche seid nach einem erwachsenen Destiny 2 Clan, dann schaut doch mal bei The Hive vorbei, wir würden uns sehr freuen. Okay, genug gelabert, jetzt geht's endlich los. Ihr könnt die neue Aktivität über die Kommandozentrale Helm starten, macht einfach den Navigator auf, wählt die Helm aus und dort findet ihr auch schon ein entsprechendes Symbol. Too Long Didn't Read, die Aktivität besteht aus zwei Phasen. Die Phase 1 ist eine Oberweltarena mit einem Datenterminal oder so einem kleinen Turm in der Mitte, der insgesamt dreimal gespleist werden muss. In der Phase 2 müssen wir das Vex-Netzwerk infiltrieren und einen Boss töten. Aber alles der Reihe nach beginnen wir nun mit Phase 1, das Terminal Spleißen. Eine saisonale Bungie-Aktivität ist wie ein Microsoft Office-Produkt, man findet sich sofort zurecht, denn sie sind alle relativ ähnlich. In diesem Fall müssen wir zunächst Kleinvieh töten, damit diese Modes fallen lassen. Diese sammelt ihr auf und gebt sie am Terminal ab, das heißt, sie werden da einfach reingebankt. Und wenn ihr eine gewisse Anzahl an Modes abgegeben habt, dann öffnet sich ein Portal und ihr dürft das Vex-Netzwerk invaden. Es wird auch eine entsprechende Meldung ausgegeben, die da lautet, eine Hintertür ins Vex-Netzwerk hat sich geöffnet. Nun, Monster lassen Modes fallen, die gebankt werden müssen, bis sich ein Portal öffnet und man dann infiltrieren kann. Irgendwoher kenne ich das. Im Netzwerk gibt es ein kleines Jumping-Puzzle, ein bisschen Kleinvieh und am Ende sogar einen Champion. Killt den Champion, denn dieser lässt ein Datenbündel fallen, das ihr aufnehmen müsst. Geht mit diesem Datenbündel durch das neue Portal, das sich geöffnet hat, und dieses führt euch zurück in die Hauptarena. Dort könnt ihr das Datenbündel genauso banken wie die Modes, aber das Datenbündel gibt euch einen dickeren Boost für euren Fortschritt. Apropos Fortschritt. Wenn wir uns den Fortschrittsbalken mal ansehen, dann stellen wir fest, der hat dort eine kleine Markierung und wenn wir genügend Modes und Datenbündel abgegeben haben und die Markierung erreicht wird, dann passiert Folgendes. Es erscheint eine Nachricht, Verbindung unterbrochen, wir sollen alle Feinde besiegen, denn es spawnt eine kleine Ad-Welle mit Minibossen und Champions. Ihr müsst aber aufpassen, die Champions sind sogenannte Blocker und wenn die dem Terminal zu nahe kommen und dort eine kleine Weile herumoxidieren, dann saugen sie diese Modes raus und werfen euren Fortschritt zurück. Das haben wir schon mal in einer anderen Aktivität in ähnlicher Form gesehen. Idioten auf dem Feld. Habt ihr die Welle vernichtet, bekommt ihr ein neues Ziel. Ihr müsst das Passwort überschreiben. Keine Angst, Passwort überschreiben läuft ohne John Travolta, aber ihr müsst Vex-Knoten zerstören. Schießt auf die roten Knoten, falls ihr farbenblind seid oder einen Kack-Monitor habt, dann schießt auf diejenigen, die anders aussehen. Denn nur die roten Knoten lassen sich vernichten und wenn ihr drei davon abgeschossen habt, dann erscheinen Plattformen. Ihr müsst diese Plattformen einfach nach oben hüpfen und dann könnt ihr oben mit irgendwas Geheimnisvollem interagieren. Das ist der ganz tolle Spleißvorgang. Und den ganzen Prozess, den ich eben beschrieben habe, wiederholt ihr noch zweimal, sodass wir insgesamt drei Spleißvorgänge durchführen müssen. Und ultra krass, der Punkt zum Interagieren, also dieses Spleißen am Turm, wird jedes Mal höher gehangen, sodass ihr beim letzten Spleißvorgang ziemlich weit hinauf müsst.
Habt ihr drei Spleißvorgänge durchgestanden, dann beginnt die Phase 2, den Wächsknoten zum Absturz bringen. Es erscheint eine Meldung, die da heißt Ziel abgeschlossen, Sicherheitssysteme überschrieben und dann müsst ihr in den Vortex springen. Zu Beginn müsst ihr einen sehr linearen Plattformaufbau meistern. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt nur vier kleine Gefahren, die euch auf dem Weg das Leben schwer machen. Zum einen Todeswände, die euch sofort killen, Laserbeams oder hütersuchende Roboter und den ein oder anderen Hüterkollegen, der euch nervt, wenn ihr auf eine Plattform springen möchtet. Ihr kommt dann an eine Stelle, an der ihr wieder einen Wächsknoten hacken müsst und dann erscheint der Boss in Form eines unterworfenen Geists, den ihr löschen müsst. Hä, Moment mal, einen Geist löschen? Also bei einem Bewerbungsgespräch für die Ghostbusters solltet ihr unbedingt eure Spleißerfahrung erwähnen. Dieser Wächsboss in Form einer Wyvern roamt herum und will euch ans Leder. Völlig neu und unerwartet verrückt stellt sich heraus, dass der Lebensbalken dieses Bosses in drei Segmente unterteilt ist. Und nach dem Erreichen jedes Segments bekommt er einen unzerstörbaren Schild. Bungie, diese ausgefuchsten Innovationskünstler. Habt ihr dem Boss ein Drittel seiner Lebenspunkte abgeknüpft, dann wird dieser verschwinden und dafür ein paar Kollegen rufen. Darunter sind auch Champions, die auch wieder ein Datenbündel fallen lassen, sobald sie sterben. Und dieses Datenbündel bängt ihr dann an dem Wächsknoten, den ihr zu Beginn gehackt habt. Dieses gebankte Bündel entfernt ein Schild von einem der Wächswürfel über euch und ihr könnt es euch schon denken, habt ihr so ein Würfelchen zerstört, dann dürft ihr wieder Schaden am Boss machen. Also wiederholt das Ganze noch zweimal und dann gibt es endlich zwei Belohnungskisten. Die Standardkiste für jedermann enthält wie immer random Kram, den keiner braucht. Und die Eventkiste, die kann mit einem Keycode eures Panzerhandschuhs geöffnet werden. Also exakt dieselbe Mechanik wie zuvor in Season 13 mit dem Hammer. Übrigens, zum Panzerhandschuh werde ich in Kürze ein separates Video erstellen. Und das war schon alles zur Override-Aktivität, wie sie in Woche 1 abläuft. Wer weiß, vielleicht schärft Bungie in den kommenden Wochen nach und die Aktivität erhält etwas mehr Pep. Schauen wir mal, sagt der Blinde, und in diesem Sinne verabscheue ich mich und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht Idiot und schwenkt hoch!